Rentner, aufgepasst! Bundestag beschließt am 1. Dezember 2022 über den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem ich bekannt gegeben habe, dass der Bundestag aller Voraussicht nach am 12., also in der Woche vom 12.12.2022 bis zum 16.12.2022 über den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten entscheiden wird. Am 28. November 2022 tagte der federführende Ausschuss im Bundestag für Arbeit und Soziales. Dieser Ausschuss wird für das Gesetzgebungsverfahren eine Beschlussempfehlung. Zum Thema Wegfall hinzuverdienstgrenzen abgeben. Ich muss mich entschuldigen, ich habe hier einen falschen Bundestagstermin bekannt gegeben. Der Bundestag wird nicht, ähm, nicht in der Woche vom 12.12.2022 bis zum 16.12.2022 entscheiden, sondern sogar schon laut den neu veröffentlichten Tagesordnungspunkten. Auf der Internetseite des Bundestages am 1. Dezember 2022. Und zwar wird der Bundestag gegen 22.25 Uhr über den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zu einem achten SGB IV-Änderungsgesetz in einer zweiten und dritten Lesung entscheiden. Die zweite und dritte Lesung wird ungefähr eine Dauer so ist es angesetzt in der Tagesordnung von rund 30 Minuten haben. Die Abgeordneten stimmen über effektivere Verfahren in der Sozialversicherung ab. So ist es der erklärte Wille der Bundesregierung. Im Gesetzesentwurf der Bundesregierung geht es unter anderem um verbesserte Verfahren in der Sozialversicherung. Diese will die Bundesregierung effektiver gestalten. Und im Sinne der Digitalisierung und Entbürokratisierung, verbessern. Ein tolles Ziel, hoffen wir, dass es so kommt. Es geht vor allen Dingen auch um die Neustrukturierung der Ausstellung von A1-Bescheinigungen im Hinblick auf die Handels- und Kooperationsvereinbarung der Europäischen Union mit Großbritannien und Nordirland. Neuregelung im Künstler-Sozialversicherungsgesetz und eben auch für uns Rentenberater und für viele Millionen Arbeitnehmer, die kurz vor der Rente stehen aber auch für Rentnerinnen und Rentner in einer vorgezogenen Altersrente oder Menschen, die ihre Rente jetzt planen wollen, der Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten. Ich gehe davon aus, dass die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogener Altersrente ab 2023 ersatzlos wegfallen werden. So ist es der erklärte Wille der Bundesregierung und so sehen auch aktuell die Mehrheiten im Bundestag aus. Aber die Entscheidung des Bundestages, die ja am 1.12. kommen wird, kann ich nicht vorwegnehmen. Eines ist klar: Den Inhalt des Beschlusses des Bundestages erfahren wir dann entweder spät abends am 1.12.22 oder dann am 2.12. einen Tag später in der Presse oder wie auch immer. Ich werde auf jeden Fall zum Ergebnis berichten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.